hallo. Hat gerade geregnet, deswegen schaue ich ein bisschen nass aus. Ich habe vor ewigen Zeiten bei diesem E46 die Stoßdämpfer gewechselt. Und als ordentlicher Mensch tauscht man dann die Stützlager natürlich gleich mit. Mit der Folge, dass der seitdem aussieht wie ein Geländewagen und vorne Bock hoch ist. Und ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ich kann euch sagen, ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt die richtige Teilenummer verbaut und trotzdem ist er so hoch. Da habe ich gedacht, sind die Stoßdämpfer vielleicht konstruktiv geändert worden? Nein, sind sie nicht, sondern die Stützlager oder eben die Domlager. Einfache Lösung, man kauft welche vom Z4 und baut die da ein. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht, wenn man das macht. Also sorry, dass der so dreckig ist, aber wenn man es jetzt sieht, das ist doch wirklich brutal, oder? Wie hoch der vorne ist. Ich finde ja sowas augenfeindlich, wenn eine Katze im Rathaus schlafen könnte. Messen wir mal. Jetzt haben wir da 67,5 roundabout. Ja, also durch die BMW-Narbe durchgemessen. 67,5. Und ich baue jetzt mal die Z4-Stützlager da ein und dann schauen wir weiter. Schön mit Federspanner sichern, bevor man dann hier mit einer 22er Nuss das alte Lager löst und rausschraubt. Und auch wichtig, ich habe hier jetzt auf der anderen Seite schon gemacht, ich habe da eine andere Unterlegscheibe noch drunter machen müssen, weil das FAG-Lager da am Federteller geschliffen hat. Also besorgt euch vorher noch so die Unterlegscheibe, die da drunter kommt, glaube ich ist M14, noch eine zweite. Jetzt habe ich das alte Lager mal ausgebaut. Sieht man eh, das dreckige ist das alte Lager. Daneben das vom Z4 und es ist wirklich schon ein ordentlicher Höhenunterschied. Und was mir auch sehr gut gefällt, das Z4-Lager ist gekapselt, das da offen. Ja, aber es macht einen super Eindruck, ja, von der Höhe. Gut, die Schrauben sind ein bisschen kürzer, aber selbst was mal das mal außer Acht lässt, das sind vielleicht 3 mm, 4 mm, dann ist der Höhenunterschied schon beachtlich. Oh, Tatsache, wir haben 10 mm weniger. Vorher hatten wir ja 67,5, jetzt haben wir 66, ja, grob 5, 4, vielleicht sind es sogar 11 mm weniger. Ob das Auto jetzt wirklich, und sorry, dass es so dreckig ist, ich hätte es vielleicht vor dem Video waschen sollen. Ja, er ist schon ein bisschen tiefer, finde ich. Und für 33 Euro oder 30 Euro auch völlig okay. 10 mm macht schon ein bisschen was aus. Ja, ja. Ich finde es so schlecht, steht er jetzt gar nicht da. Ist halt auch kein M-Fahrwerk, sondern Standard. Er ist schon ein bisschen tiefer als vorher. Also, kann man machen. Viel Spaß.